Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Ark Survival Evolved. Ja, also die Nacht habe ich ja verkürzt. Die sind ja jetzt nur noch etwa 10 Minuten lang, denke ich mal. Und dementsprechend ist natürlich auch nicht so viel passiert während der Zeit. Wir haben jetzt gerade mal etwa ein Drittel des Zemens geschafft. Und tatsächlich ist jetzt aber langsam die Nahrung ausgegangen. Was ich jetzt also tatsächlich machen werde, ich werde jetzt nochmal Beeren sammeln. Jetzt ist ja auch wieder hell. Jetzt traue ich mich auch ein bisschen weiter von dem Tier wieder weg. Ja, außerdem scheint es hier wirklich nichts Aggressives im Moment mehr zu geben. Die Moshops scheinen nicht aggressiv zu sein. Ich will aber auch nicht zu nah rangehen, um nicht wieder mein Glück herauszufordern, wie mit dem Riesentarp hier. Keine Ahnung, wie das Vieh eigentlich heißt. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die beiden einfach nach oben bringe oder zumindest den Dodo-Marasch nach oben bringe. Weil, was soll ich mit dem hier unten? So ein paar Mejo-Berries, das, das. Und auch nochmal eine Narkobeere, die kann auch gleich nachgedrückt werden. Also wir haben in ihm ja nochmal Narkobeeren, wir haben Narkosemittel dabei. Ja, auch kein Problem. Haben wir auch noch genug. Aber ja, so langsam muss ich darüber nachdenken, wie ich hier vorankomme. Denn so langsam wird es schwierig. Ich muss auch vielleicht darüber nachdenken, ob ich bei den Farmen die Zeit, die es dauert, bis die halt reif werden, eventuell ein bisschen verändere. Weil, naja, normalerweise, wie gesagt, es läuft halt auf dem Server im Hintergrund. Und die Zeit hier scheint auch recht hoch angelegt zu sein, auch im lokalen Modus. Ich weiß ja nicht, ob tatsächlich die Zeiten, die hier im lokalen Modus 1 zu 1 die gleichen sind wie auf den Servern. Was ich jetzt bei den Tieren tame und sowas halt nicht so schlimm finde. Klar nicht. Es dauert, klar, aber ich finde, damit kann man leben. Das gehört ja zum Spiel dazu irgendwie. Also für mich zumindest. Stimbeerensamen. Na toll. Die brauche ich halt nun wirklich so gar nicht. Ach, jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich das wirklich so machen soll. Und vielleicht sind die Tame-Zeiten doch ein bisschen sehr groß. Ach, ich werde schon wieder zum Weichei. Ah, ich sag's euch. So, Feuer entzünden. Wo ist denn jetzt unsere Gertrud? Hängst du schon wieder fest, Gertrud? Ach Mensch, ernsthaft? So, war's das? Kommst du jetzt wieder mit? Ja, okay. Wo ist unser Dodo? Ja, also den Dodo liefere ich gleich zu Hause ab. Das macht so nicht viel Sinn. Und sie werde ich dann auch erstmal mitnehmen. So, was ist mit dir jetzt? Und dann drücke ich bei dir jetzt noch die anderen Narkobären rein. Das müsste dann erstmal reichen. So. Eine Narkobeere war meiner Meinung nach 8. Das heißt, die 3 müssten. Die 13 müssten gut reichen. Nutzung erzwingen geht auch, aber ich glaube, das tamet da nicht. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das da nicht tamet. Aber damit kann man die Tiere heilen. Also wenn die verletzt sind, kann man ihnen mit Benutzung erzwingen, kann man denen halt Heilung verschaffen. So, was haben wir hier noch drinne? Viel gegrilltes Fleisch. Davon kriegst du gleich wieder einiges. So. Und wie viel Futter brauche ich? Na, ich habe noch genug. Gut, aber den Dodo nehmen wir gleich mal mit. So, aufheben und los geht's. Na, kommst du mit? Ja, der Trike, der sollte jetzt lange genug getamed sein. Mit den über 200 an, ich meine, betäubt sein mit den über 200 Betäubung. Wobei man da natürlich auch aufpassen muss,
die Tiere bauen A, unterschiedlich schnell, glaube ich, die Betäubung ab und haben auch unterschiedlich viel von dem Betäubungs, wie nenne ich es denn, Material zur Verfügung. Also wie viel Betäubung sie halt kriegen, bis sie umkippen. Und dementsprechend bleiben sie aber auch unterschiedlich lange betäubt. Also wer schwerer umkippt, bleibt auch länger betäubt, so in etwa. Stimmt allerdings nur eingeschränkt, weil halt zusätzlich zu der Betäubung auch noch was anderes halt mit einspielt, wie schnell die Betäubung auch wieder abgebaut wird. Ja. So, jetzt haben wir immerhin schon mal eine dritte Dodo-Dame. Damit produzieren wir jetzt relativ fix Eier. Und wie gesagt, vor allem interessant, wenn wir dann uns mal versuchen, einen Oviraptor zu tamen, weil ich werde den mit Sicherheit nicht mit irgendwelchen Rex-Eiern oder so tamen. Ja, das werde ich mir nicht geben. Das heißt, ich werde den wahrscheinlich zum Großteil mit Dodo-Eiern tamen. Und davon brauche ich, glaube ich, 200 Stück für einen relativ niedrig leveligen. So, aktiviere Wandern? Nein. Befehl folgen, deaktivieren. Genau. So. Dodo-Ei? Nee. Hey. Ach, na gut, dann werfe ich dich auch nochmal in die Richtung. So, Dodo-Ei aufheben. Dann stelle ich dich auch nochmal daneben. Das Dodo-Ei. Hä? Wer ist denn da gegangen? Ich hab dich doch da gerade hingeworfen, oder? Ach, egal. Oh. Hä? Da, jetzt. So, Inventar. Zack. So, die Stimbeeren-Samen da rein. Brauchen wir sonst noch irgendein. Du hattest nichts mehr dabei, was interessant war, ne? Nee. So, verdorbenes Fleisch. Das ist vielleicht doch nochmal interessant. Ah, nee, wir haben keine Narkobären mehr. So. Ach, kommst du mal hier rüber? Ach, Dame. Hallo? Hallo? Kannst du da mal aus dem Durchgang weggehen? Weit genug, dass ich durch kann? Nee. Ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Gut. Oh. So, hast du jetzt irgendwas dabei, was ich hier lassen will, unbedingt? Ja, die Sachen will ich zwar nicht mitnehmen, aber ich will jetzt hier auch nicht zu lange rumeiern. Nicht, dass da unten doch noch was passiert. So, zack, zack, zack. Den Haufen nehmen wir auch noch rasch mit. So. So, dann hier den Haufen und den Haufen rein. Und hier, zack. Gut, okay. Du bist echt fleißig, Mädel. So. Na dann, schnell wieder auf den Rückweg machen. Oh, krass, unsere Zwille hat ganz schön an Kapazität verloren, während dem bisschen Trike-Tamen. Das ist ja heftig. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass die so viel Einbußen hat. Aber naja, wenn das so ist, ist das halt so. Ich sammle hier erstmal ein bisschen. Der Trike sollte eigentlich noch genug haben. Oh, das wäre jetzt ärgerlich, wenn der jetzt aufsteht. Oh, würde ich mich ärgern. Okay. Also dann würde ich die Taming-Geschwindigkeit hochstellen, muss ich zugeben. Weil, oh, wäre das jetzt abfuck. Ey, ich gehe mal lieber sicherheitshalber zurück. Nicht, dass ich mich dann so sehr ärgern muss. Das wäre ja echt doof. Ich glaube, ihr würdet euch amüsieren, hä? Ja, das sehe ich schon. Ja, noch liegt sie.
Oh, wie nennen wir sie denn? Trike Dame 1? Was haltet ihr von dem Namen? Hm? Sagt doch mal. Ja, ist noch zur Hälfte bewusstlos. Alles tutti, alles noch im grünen Bereich. So, Benutzung erzwingen können wir trotzdem mal machen. Huch, die Stimbeeren haben. Habe ich die nicht weggepackt? Da habe ich schon wieder welche eingesammelt. Kann natürlich sein. Wow, und ich habe schon wieder eine Unmenge an Fiber. Würde ich Kleidung herstellen, wären die schnell weg, beziehungsweise würde eine ganze Menge verbrauchen, aber da ich ja keine herstelle bisher. Ach, wie ärgerlich. Verdammt. Den Beacon erreiche ich jetzt in der Zeit nicht, bis sie. Oder? Weiß ja nicht, wie lange der schon da ist. Das ist ja jetzt ärgerlich. Hätte mir auffallen müssen, als er runterkam. Nee, das riskiere ich jetzt nicht. Das hätte ich mitbekommen, wie er runterkommt und wüsste auch, es lohnt sich jetzt dahin zu rennen, dann hätte ich gesagt, ja, okay, mache ich. Ja, aber jetzt renne ich dahin, dann ist er vorher weg. Nee, kein Bock. Ernsthaft, das würde mich jetzt zu sehr ärgern. Da bleibe ich lieber in der Nähe unserer Trike-Dame hier. Da drüben. Und hab mein Schildern hier so. Ich wollte nicht aufsteigen. Danke. So. Ja, da lege ich mir am besten das nächste Mal ein Buch hier hin, wa? Dann kann ich euch ein Buch vorlesen oder so, während ich tame. Oh, das dauert schon echt lange. Jetzt weiß ich auch nicht, ob es für die Trikes überhaupt eine passende Kibbel gegeben hätte. Muss ich zugeben. Kann ja mal den Dododex benutzen und mal nachgucken. Dododex aufmachen. Trike, mal gucken. Dann kann ich mir auch gleich vielleicht mal zu dem Maschodus Informationen holen, aber jetzt erstmal der Trike. Und da haben wir ihn doch gleich. Da, Triceratops. Ja, es gibt einen Kibbel. Was, vom Carnotaurus? Moment, der Carnotaurus ist doch nicht etwa der, den ich glaube, oder? Ja, doch, das ist der Carnosaurus. Den ich sonst immer nur Carnosaurus nenne. Der heißt wohl Carnotaurus. Ich glaube, wir haben in diesem Let's Play noch keinen gesehen. Ja, aber der ist, naja, ich glaube, ich habe ihn als kleinere Variante als T-Rex bezeichnet. Ja? Ich glaube, ich hatte ihn schon mal erwähnt. Und der ist schon echt übel. Also der hätte mich sowieso gelegt, wenn wir mit dem begegnet wären. Da hätte ich keine große Chance gehabt, ehrlich gesagt. Wie weit bist du noch betäubt? Ja, dicke. Na gut, dann gehe ich da drüben noch ein bisschen was an Zeug einsammeln. Gute Frage, es kann tatsächlich sein, dass das aufgrund der Entfernung zum Haus, dass das zu nah dran ist und das hier unten nicht spawnen wird. Das ist mal eine interessante Frage. Ich werde mal hier jetzt keine Bäume wegnehmen, weil ich fände es schade, wenn hier dann keine Bäume mehr stehen. Das ist auch zum Beispiel so eine Sache, die ich gerne anders hätte, wenn man sagen könnte, ja, in dem Bereich soll spawnen, in dem Bereich nicht. Da wäre es eigentlich ganz cool, wenn man noch so eine Art, ja, ich weiß nicht, Spezialgegenstände irgendwie hinstellen könnte. Ja? Und die ermöglichen es dann zu sagen, ja, hier soll spawnen, hier nicht oder so. Zumindest so für bestimmte Sachen. Ich meine, klar, dass ich nicht irgendwie ein 4x4-Feld machen kann und sagt dann, ja, also hier dürfen T-Rexe spawnen. Das meine ich natürlich nicht, aber zum Beispiel, wenn ich ein Wassergebiet absperre, so wirklich relativ groß, kann es trotzdem sein, dass es halt, dass da drin halt nicht spawnt, ja. Was halt schade ist, weil zum Beispiel so Salmon und sowas wäre halt cool, wenn man das halt trotzdem dort dann halt
sammeln könnte, halt speziell die Salmons, dann wäre es halt ganz cool, wenn ich dann vielleicht sowas wie eine Futterbasis reinhängen kann, so eine Art Futterkorb, in den ich dann vielleicht, ja, irgendwas reinlege, vielleicht normales Fleisch oder so, und dafür dann halt dann regelmäßig trotzdem noch Salmon angeln kann oder sowas. Das wäre schon mega cool. Das wäre schon interessant. Andererseits, naja, ich müsste, wenn es realistisch ist, mehr Fleisch reinlegen in den Futterkorb, als ich dann an Salmon je rausholen kann. Aber, naja, gut, vielleicht müsste man an der Stelle ja nicht zu realistisch sein. Ja, sondern einfach sagen, okay, damit mache ich halt deutlich, in dem Gebiet darf ruhig weiter spawnen. Genauso wie Pflanzen. Nur weil ich das Gebiet umzäunt habe, wachsen da keine Pflanzen mehr. Warum? So 50 Meter entfernt von meiner Siedlung, ja, aber in dem Bereich dazwischen nicht so. Ist natürlich angenehm, wenn ich nicht will, dass dauernd irgendwie mir Bäume im Weg stehen, aber wenn ich halt sage, so, ja, ein Gegenstand, sowas wie ein ja, Samenverteiler oder sowas, könnte ich ja nennen. Also so, in anderen Spielen ist es sowas wie das Forsthaus oder so, ne? Dass ich das irgendwo hinstelle und in dem Bereich, in einem Bereich, was weiß ich, 10 Meter drumrum oder so, würden dann halt wieder Bäume spawnen können, wenn denn da halt die Theorie, also theoretisch ein Baum stehen könnte, dann spawnen die halt wieder. Das wäre halt mega cool, finde ich. Ah. Oh, ich dehydriere. Weil das wäre schon eine Sache, die würde mir gut gefallen. Sag mal, müsste meine Uhr. Ah, nee. Ah, der ist gestoppt. Hahaha. Sowas aber auch. Ich habe aus Versehen meinen Timer gestoppt. Moment, jetzt muss ich mal kurz was nachgucken. Ist okay. Wahrscheinlich, als ich auf den Dododex gegangen bin, habe ich da aus Versehen gestoppt. Ah, Gertrud hängt schon wieder fest. Wie kann's denn auch anders sein? Mensch, Gertrud. Trudi, du altes Haus. Lass doch sowas. Ist ja unglaublich, Gertrud. Dass du dauernd überall festhängst. Echt. Typisch Frau, lässt sich von allem abhängen, ja? Dabei sah das nicht mal aus wie eine Glasfensterscheibe mit Einkaufssachen dahinter. Ich komme jetzt nicht auf den passenden Namen. Nein! Schaufenster! Es war gar kein Schaufenster, es war nur ein Stück Holz! Ja. Die Ansprüche sinken mit dem, was gegeben ist. Hier gibt's keine Schaufenster. Guckt sie sich Holz an, ist klar. Ja, Treibholz vor allem. Treibholz! Ja, jetzt gehen uns leider die Mejos aus. Unsere neue Trike-Dame mampft gerade an den letzten Mejos, die wir haben. Jetzt habe ich nochmal eine gekriegt, aber ist natürlich zu wenig. Und unsere Farmen bringen noch keine neuen Mejos. Das ist natürlich super ärgerlich. Hatte gehofft, dass die da ein bisschen schneller wachsen. Aber wir haben bisher noch keinen Erfolg. Keine Ahnung, wie viele Stunden die normalerweise wachsen müssen. Habe ich mich nie drum gekümmert. Ja, ich bin schon wieder überladen, ist klar. So, Trudi. Komm mal her. Inventar. Und ich pack dir wieder die Hälfte der Steine rein. So. Dann gehen wir auch gleich wieder zurück. Ich habe wieder ein paar Narkos, die wir unserer Trike-Dame geben können. Und ich habe auch ein paar. Und ich habe auch ein paar Mejos. Die mag sie mit Sicherheit mehr. So. Zack. Huch, ich habe hier eine Narkobeere nicht gleich gegeben. Das ist ja faszinierend. So. Ach, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Können wir denn überhaupt den Trike-Sattel schon lernen? Weil ich wollte sie tamen, wegen, damit sie uns hilft halt, sag schon, dann Sachen zu sammeln. Aber das geht gar nicht, wenn wir sie nicht reiten können. Also gelernt habe ich noch nicht. Können wir ihn denn aber wenigstens schon mal lernen? Das ist doch eine gute Frage.
Apache-Sattel, Raptor-Sattel, Trainingspuppe, Parasaurus-Sattel, Ichthyosaurus-Sattel, Kriegstrommeln. Zementpaste müssen wir sowieso irgendwann noch lernen. Den Kochtopf brauchen wir auch noch, verdammt. Nö. Können wir noch nicht lernen. Ach, ist das doof. Einen Raptor können wir aber kriegen. Na klar, einen Raptor. Den werde ich auch bestimmt tamen können. Ernsthaft. Einen großen Schrank, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Mal gucken. Triceratops-Sattel wird das hier sein. Level 20. Okay. Ach, na gut. Dann haben wir wenigstens schon mal den Trike. Was soll's. Kleiner Bildfehler. Bewusstlosigkeit lässt nach. Dann müssen wir jetzt tatsächlich mal Narkosemittel nachschieben. Ah, da seht ihr, das klatscht ein bisschen mehr rein. Ist ja auch zu erwarten, wenn ich da 5 Narkobären für verbrauche. Ach, dann sammle ich hier noch ein bisschen. Ich wollte eigentlich Bären, keine Steine. Na gut, dann ändern sie. Dann nähert sich die Folge jetzt auch ihrem Ende. In der nächsten Folge sollte unsere Trike-Dame dann doch endlich aufstehen. Ja? Also ich bin jetzt zuversichtlich, dass das passieren wird. Und ja, dann musstet ihr jetzt mit mir mal die Folge durchleben. Und mit mir leiden, während wir das Taming abwarten. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr vielleicht doch wollt, dass, ob ich das Taming halt zeigen soll, ob ich das, also ich werde es nicht gar nicht zeigen. Wozu ich bereit wäre, wenn ihr das wollt, ist, dass ich tatsächlich das Taming, die Taming-Geschwindigkeit etwas erhöhe. Vielleicht verdoppeln oder so. Oder zumindest so lange, wie wir noch keine Kibbel herstellen können. Allerdings will ich das halt dann auch nicht übermäßig ausnutzen und sagen, oh, jetzt bin ich halt doppelt so schnell, jetzt kann ich den tamen, jetzt kann ich den tamen, den ich vorher nicht tamen konnte. Also ich würde es dann trotzdem nicht übertreiben wollen. Aber ich verstehe halt, wenn es keinen Bock macht, mir zuzusehen, während wir halt nur rumstehen und darauf warten, dass da was fertig getamed wird. Andererseits, vielleicht gefällt es euch ja, von mir zugequatscht zu werden, das weiß ich ja nicht, kann ja sein. Müsst ihr mir einfach mal bitte Bescheid sagen und dann versuche ich mich danach zu richten, wenn denn möglich. Ha? Sagt da einfach was. Na gut, dann. Ich wünsche euch eine sonnige Woche, keine Ahnung. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ciao.